Ja, willkommen hier zu The Binding of Isaac. Ein kleiner, ja, wie sage ich es mal, Tutorial Run. Ich werde jetzt einfach mal eine Runde spielen. Ich nehme mir dazu einfach mal Isaac, weil er den D6 hat, damit ich euch möglichst verschiedene Items zeigen kann. Also, ich werde jetzt versuchen, in diesem Run euch mal möglichst viel zu zeigen, was man bei The Binding of Isaac irgendwie beachten kann, beachten sollte, damit man halt im Laufe der Zeit besser wird. Denn das Problem mit diesem Spiel ist, erstes Item, das ist ziemlich cool, das nehmen wir mal. Das ist zum Beispiel ein Split Shot, das heißt, wenn du etwas triffst, dann gehen, wie man sieht, Shots zur Seite weg. Das ist ziemlich cool, gerade wenn mehrere Gegner nebeneinander sind. Also, bei The Binding of Isaac ist eine Sache am allerwichtigsten: Erfahrung. Je mehr man über das Spiel weiß, je mehr man über die Gegner weiß, über die Items vor allem, über die Items-Interaktionen. Ja, es gibt gewisse Items, die haben mit anderen Items zusammen in Verbindung besondere Effekte. Und wenn man das alles weiß, dann kann man halt besondere Sachen miteinander verbinden und kombinieren und kann halt besser durch das Spiel kommen. Und dazu gibt es auf jeden Fall das The Binding of Isaac Wiki. Ich verlinke euch mal alle möglichen Seiten unten in der Videobeschreibung. Es sind alle Items aufgeführt. Es sind alle Tarotkarten aufgeführt. Oh, Guppies Tale. Das nehmen wir mal mit. Das ist ziemlich cool. So, und hier kommen wir schon zu einer Besonderheit von The Binding of Isaac. Die Secret Rooms. Diese Secret Rooms, die sind halt auf der Karte nicht sichtbar, außer du hast den Kompass oder die Schatzkarte. Das ist ein bisschen schwer zu erklären. Also, diese Secret Rooms sieht man hier, die haben ein Fragezeichen. Du kannst Secret Rooms, wenn man gut ist, ausfindig machen, vor allem noch in den früheren Maps. Gucken wir uns die Map hier oben einmal an. Wir haben hier die Räume, ja, gekennzeichnet, was da drin ist. Und ein Secret Room ist immer, wie beschreibt man das? An der Stelle, wo möglichst viele Räume eine Stelle freilassen. So, das heißt hier nicht und hier nicht, weil hier grenzen nur zwei Räume an. Hier grenzen 1, 2, 3 Räume an eine leere Stelle, die man auf der Map sieht. Dann ist es am wahrscheinlichsten, dass da der Secret Room ist. Wenn jetzt zum Beispiel, wenn es irgendwo eine Stelle gibt, wo hier vielleicht auch noch ein Raum angrenzt, in so einer richtig großen Map, ist es auch sehr wahrscheinlich, dass das da ist. Es ist selten, dass ein Secret Room also neben zwei Räumen ist. Eigentlich kann man jede Stelle, wo drei Räume eine leere Stelle bekleiden, kann man mal mit einer Bombe antesten. Also hier jetzt eine Bombe hinlegen, werde ich jetzt nicht machen, weil ich kaum welche habe. Und testen, ob da ein Secret Room ist. Dann gibt es aber noch die Super Secret Rooms. Und diese haben eine etwas andere Regelung. Die sind immer an einer Stelle, wo höchstens ein Raum angrenzt. Und er grenzt eigentlich zu 95% an einen nicht besonderen Raum an. Das heißt, wenn wir uns den Treasure Room angucken, da oder da nicht. Diese Räume sind immer, das ist halt auch so ein besonderer Raum, da wahrscheinlich nicht. Und das ist der Item Room, da und da wahrscheinlich nicht. So, das heißt, es bleibt eigentlich nur auf dieser Karte als einzige Stelle da. Ich probiere das mal mit meiner Bombe. Zack, haben wir den Super Secret Room entdeckt. Ich versuche es nochmal zu erklären. Diese normalen Secret Rooms hier, die grenzen immer an der Stelle an, wo möglichst viele Räume an diesen Raum angrenzen. Ja, also hier habe ich 1, 2, 3 neben der Lücke. Das heißt, ich war mir ziemlich sicher, da ist der Secret Room. Der Super Secret Room grenzt immer da an, wo maximal ein normaler Raum angrenzt. Also in diesem Fall habe ich geguckt, da nicht, weil da grenzen zwei Räume an, da nicht, da grenzen auch zwei Räume an. Und alles andere sind halt besondere Räume, die würde ich immer eher ausschließen. Das heißt, es blieb als einzige Stelle da. Und ich hasse diesen Raum, der bringt mir immer so wenig. Da sind alles Mögliche drin. Entweder so ein Herzraum, wie ihr gesehen habt, oder manchmal halt auch richtig geniale Items. Oh, okay, wir besiegen mal kurz den Boss. Währenddessen kann ich ein bisschen erzählen. Es ist halt wirklich ganz viel Erfahrung. Kennt ihr genau die Gegner? Wisst ihr genau, was die Gegner machen, was die Bosse machen? Ich glaube, die Bosse sind eigentlich für die irgendwann überhaupt kein Problem mehr. Die Bosse kann man irgendwann auswendig. Auch die schwereren Bosse später. Ja, so, ansonsten ist es halt wirklich wichtig, merkt euch die Items, die kommen. Geht auf diese Wiki-Seite, guckt immer nach, was bringt das Item, was ich gerade habe. Möchte ich das Item überhaupt nehmen? Manchmal ist es halt auch wirklich so, dass die Items euch eher schlechte Dinge bringen als gute Sachen. So, hier haben wir ein Item, das bringt meine Range ab. Und wir gehen einen Raum weiter nach unten.
So, mit diesem D6, mit diesem Würfel, kann ich übrigens, den bekommt ihr erst, wenn ihr mit Isaac irgendwann mal ein bisschen was geschafft habt. Dann werdet ihr sehen, wie man mit dem D6 umgeht. Der ist halt ziemlich cool für so einen Run. Oh, die Schlüssel, das ist gut. Weil mit dem kann ich Items, die kommen, neu verrollen. Das werde ich bestimmt nochmal. Oh, guck mal, hier habe ich Glück. Hier habe ich Geld. Geld und diese ganzen Sachen hier, Bomben, Schlüssel und Geld, sind immer wichtiger als einige Leute denken. Ein richtig geiler, genialer Run kann nur entstehen, wenn du auch genug von diesen normalen Items hast. Deshalb ist es ganz geil, dass ich diesen Guppy's Tail habe, diesen Schwanz hier, weil der erhöht die Chance, dass so Schatztruhen auftauchen und dadurch entsteht für mich auch eine höhere Chance, dass ich solche Sonderitems kriege. Gucken wir uns da mal. Oh, hab ich ein Schwein, Alter. Fate, jetzt habe ich Flügel und kann fliegen und habe so ein Sacred Heart. Diese Sacred Hearts, falls einige das noch nicht wissen, die sind so gestaltet, wenn du es schaffst, den nächsten Raum, also nach dem Boss, die nächste Ebene zu betreten, dann wird es zu einem vollwertigen Herzcontainer. Solltest du allerdings, während du das Herz hast, getroffen werden, so ist es weg. Besonderheiten sind, wenn du Soul Hearts hast. Also diese blauen Herzen, ja, was man mit den blauen Herzen auf sich hat, das sollte man eigentlich schon herausgefunden haben. Die Soul-Herzen, die stehen dann in der Reihenfolge vor diesem Sacred Heart. Das heißt, solltest du getroffen werden, verschwinden erst die blauen Herzen. Und erst wenn du so wie jetzt das weiße Herz vorne hast, dann wird es jetzt beim Schaden weggehen. Aber das sollten auch die meisten wissen. So, ich cleare erstmal so die Ebene. Genau, die explodieren schon mal für sich. Das war ja ganz praktisch. Jo, gut erwischt. So, dann hier gleich noch eine kleine Besonderheit, auf die ihr immer achten solltet. Bomben sind sehr wertvoll für euch. Ihr könnt damit die Secret Rooms entdecken und so weiter. Aber Bomben sind vor allem auch für eine andere Sache gut. Für diese Blöcke hier. Diese dunklen Steine, die müsst ihr immer aufsprengen. Warum? Nun, da sind immer irgendwelche Sachen drinne. Meistens sind es blaue Herzen, manchmal aber sind es halt, es ist auch The Small Rock. Und der Rock ist eins meiner Lieblings-Items. Guck mal, hier haben wir den Item-Magnet. Dieser Magnet sorgt dafür, dass Items, die irgendwo im Raum rumliegen, zu mir herkommen. Das brauche ich nicht, weil ich fliegen kann. Also benutze ich jetzt den D6 und kriege ein völlig neues Item. Das ist ein tragbarer Slot. Damit kann ich ja, ein bisschen Glücksspiel machen, solange ich das Ding bei mir trage. Guck mal, ich kriege sogar ein Schlüsselchen. Läuft richtig gut. Gut, ich möchte aber nicht zu viel damit rumspielen, denn ich will jetzt ein bisschen Geld behalten. Jetzt habe ich ja einen Schlüssel über. Ich gehe mal hier in den Treasure Room. Da ist der Kompass. Den nehme ich mit. Der Kompass ist eines der wichtigsten Items, die es überhaupt so gibt. Warum? Nun, das werde ich euch am Ende dieses Runs mal genauer zeigen. So, wir gehen erstmal weiter. Also. Generell ist es ziemlich wichtig, dass ihr versucht, eure Stats hochzutreiben. Was mir immer am wichtigsten ist, ist, dass die Tears hochgehen. Also das hier, die Geschwindigkeit, mit der du deine Tränen feuerst. Schaden, Range, Geschwindigkeit ist auch sehr wichtig, aber Tears ist für mich das Wichtigste. Warum? Ist völlig klar. Feuerst du viele Schüsse, machst du automatisch auch mehr Schaden, aber was mir einfach wichtig an dem Ganzen ist, du hast deine Gegner besser unter Kontrolle. Weil du sie ja auch mit Schüssen zurückwirfst. Das heißt, du kannst die Gegner viel besser kontrollieren, viel besser gezielt ausschalten, wenn du viele Schüsse abfeuerst. Deshalb ist Tears für mich immer schon das Wichtigste gewesen, was es überhaupt so an Stats gibt. Wir bekommen The Small Box. Nee, das gucken wir uns mal an. Oh, da ist eine Scheißbombe und die trifft mich. Das war jetzt aber auch ein bisschen blöd. Ich kam da nicht wirklich raus, weil das Item mich aufgehalten hat. Ist egal, ist nur ein Dings weniger. So, okay, wir gucken uns mal die Pille an. Range down, okay, was soll's. Lavas, die aktivieren wir mal, die brauchen wir nicht, die Karte. Und ich habe wieder The Chariot. Hier haben wir die Trinkets. Auch von den Trinkets gibt es eine Seite, die alles beschreibt, alle Trinkets. So, sehr, sehr wichtig. Oh, ach du Scheiße. Diese Devil Rooms sind immer sehr, sehr wichtig. Warum? Nun, das sind meistens sehr, sehr starke Items, die es hier gibt. The Mark gibt ordentlich Schaden dazu, das nehme ich auf jeden Fall. Und The Pact. The Pact sorgt dafür, dass die Tears um 2 gesteigert werden und der Schaden um 1. Gut, und wie man jetzt sieht, ich habe jetzt ziemlich viel geopfert. Ich habe jetzt nur noch 2 Soul Hearts, das heißt, ich bin dem Tod irgendwann ziemlich nahe, aber ich vertraue einfach mal auf mich selbst. So, aber jetzt haben wir ja erstens noch einen Schlüssel über. Das heißt, wir gucken mal, was in dieser Truhe hier drin ist.
Oh, Range Up. Siehst du, da ist das mit dem Range Down von vorn doch wieder gar nicht so schlecht. So, und jetzt kümmern wir uns natürlich um die Secret Rooms. Ja, um euch das vielleicht noch einmal zu zeigen. Gucken wir doch mal uns das erstmal alles in Ruhe an. Der normale Secret Room. Da grenzen zwei Räume an eine Stelle an. Wahrscheinlicher ist es aber, dass der Secret Room da ist und da ist. Die Chance ist immer höher, dass er zwischen normalen Räumen liegt. Also, ich probiere jetzt diese Stelle hier. Bingo, das ist der Secret Room. Oh, da ist eine Slot-Maschine drin. Die aktivieren wir mal fünfmal. Mal gucken, was da drin ist. Eine Pille. Gucken wir mal, was das ist. Luck up! Also, mein Glück hat sich gesteigert. Die Chancen, dass Items aus solchen Slot-Maschinen kommen oder aus Truhen und sowas oder dass ich überhaupt Items kriege, ist jetzt gesteigert. Ist auf jeden Fall ganz nett. Noch eine andere Pille. Dann gucken wir uns die Pille auch mal an. Bad Trip ist eine der beschissensten Pillen, die es gibt, denn jetzt habe ich nur noch zwei kleine Trefferpunkte über. Das ist natürlich ziemlich böse. Okay, das wird ja ein toller Run. Da habe ich wahrscheinlich zu hoch gepokert. Dann gucken wir uns mal an, was hier drin ist. Die Krone. Das gibt Kohle. Gar nicht so wenig. So, aber ich habe ja mittlerweile so viel Damage und so viel Speed in meinen Tiers, dass ich eigentlich diese kleinen Minibosse hier ganz gut wegkriegen sollte. Ich bin da immer ein bisschen anders. Ich gehe immer sehr gerne auf Risiko. Ihr solltet auf jeden Fall am Anfang jetzt nicht so krass auf Risiko spielen wie ich, da ihr das Spiel noch nicht so gut beherrschen werdet wie ich, sonst würdet ihr euch dieses Tipps-Video ja jetzt nicht angucken. Na, kommt noch einer? Nee, so. Ein bisschen Kohle kann man immer gebrauchen und mein Würfel ist auch wieder aufgeladen. Und mit diesem Würfel reiße ich jetzt mal hier nach rechts und rerolle mal das Item, was sich da rechts befindet. So, was kriegen wir jetzt stattdessen? Mr. Mega, das ist doch ziemlich geil, weil erstens die Bomben jetzt mehr Schaden machen und ich habe jetzt wieder 6 Bomben. Das heißt, ich kann jetzt auch mal nach dem Super Secret Room gucken. Und gucken wir mal erstmal auf der Karte. Also, ein Sonderraum, 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 die lasse ich immer erstmal außen vor. Also, mögliche Stellen, wo dieser Super Secret Room ist, entweder da, denn hier grenzt auch nur ein normaler Raum an, oder da, oder da, oder da, oder da. Das sind die einzigen, oder da. Das sind die Stellen, wo nur ein einziger normaler Raum angrenzt und eine Lücke ist. Oh, wir haben Glück. Guck mal, gleich beim ersten Mal testen, den Super Secret Room entdeckt. Und da ist ein Trinket drinne, The Liberty Cap. Nehmen wir einfach mal mit. Das ist etwas, was zufällig meine Tiers verändert. Ist eigentlich eher spaßig, das Item, als dass es wirklich nützlich ist. Und wir gehen eine Ebene nach unten. Curse of Darkness, das ist natürlich ein totaler Piss-Fluch, weil jetzt ist es schwer zu überblicken, wo diese Secret Rooms sein könnten. Secret Rooms sein könnten. Weil man auf der Karte ja nicht mehr den Überblick hat, was wo angrenzt. Das heißt, man müsste sich jetzt ganz akribisch merken, wo die Lücken sind und so weiter. Und ja, wer da Lust drauf hat, ich mach das jetzt mal nicht. Ich würde sagen, ich spiele jetzt einfach mal noch ein bisschen weiter. Auch wenn das meiste schon gesagt wurde. The Binding of Isaac besteht eigentlich wirklich nur aus Merken, aus Informationen. Guckt ruhig immer wieder auf diese Seiten. Es gibt vor allem auch eine ziemlich wichtige Seite. Ich verlinke alle Seiten unten in der Videobeschreibung, wo die Item-Interaktionen genau beschrieben werden. Wie gesagt, besondere Items, auch die meisten sehr starken Items, die haben mit anderen Items zusammen besondere Effekte. Was mit einer der mächtigsten Sachen, die du halt haben kannst, ist, wenn du Polyphemus, das ist ein Item, was für sich genommen gar nicht so stark ist, es sorgt halt dafür, dass deine Geschwindigkeitsrate auf 1 gesenkt wird, also auf ganz, ganz langsam. Dafür ist dein Shot ganz, ganz groß und macht ganz, ganz viel Schaden. Wenn du das jetzt zusammen zum Beispiel mit dem Spider-Dingsbums kriegst, also mit dem Quad-Shot, das will ich nicht, dann sorgt das dafür, dass du 4 riesige Schüsse abschießt. Ja, das ist zum Beispiel ziemlich mächtig. Oh, hier haben wir Pillen. Ist natürlich jetzt gefährlich. Ja, toll. Also, wir haben zweimal die Bad Trip Pille, einmal die Range Down Pille. Ist natürlich super. Und eine, die wir noch nicht kennen. Und das ist Bombs are Keys. Fuck. Ah, fuck, ich hasse diese Pille. Also, manchmal ist die Pille echt nützlich, wenn man, aber in diesem Fall habe ich jetzt halt 7 Schlüssel, aber nur noch eine Bombe. Es tauscht halt Bomben und Pillen. Aber wir gucken mal, was wir an Item kriegen. Scapular, das ist eigentlich echt ganz nett, aber ich will was anderes. Ghost Baby, das nehmen wir einfach mal. Das ist ein Begleiter, der mich begleitet und schießt. Ach, was soll's. Wie gesagt, ich spiele jetzt einfach mal noch ein bisschen.
Aber ja, guckt euch immer wieder auf diesen Seiten an, seid euch nicht zu schade, auch mal Sachen nachzufragen. Item-Interaktion beachten. Na, was haben wir da drinne? Blödscheiß. Was halt wirklich ziemlich wichtig ist, ist, achtet auf die richtigen Items, wenn ihr viel Erfolg haben wollt. Was halt ziemlich mächtig ist, ist, wenn ihr fliegen könnt. Das heißt, wenn ihr die Option habt, das Spirit of the Night zum Beispiel zu kriegen, indem ihr Herzen opfert und ihr habt aber auch genug Herzen. Zum Beispiel, wenn ihr mit Maggie spielen solltet oder mit Isaac, dann hat man ja eigentlich immer so ein paar Herzen über. Und wenn ihr diese Herzen über habt, dann seid euch nicht so schade, die zu opfern für sowas wie Flugfähigkeit. Oder für richtig viel Schaden oder die beiden Dinge, die ich genommen habe, The Pact oder The Mark. Es ist einfach furchtbar wichtig, dass ihr ganz, ganz viel Schaden macht, dass ihr gut ausweichen könnt. Oh, Piep, ja, das ist auf jeden Fall einer der dreckigsten Bosse, die es so gibt. Da muss ich mich jetzt richtig konzentrieren, dass ich nicht zweimal getroffen werde. Zum Glück teile ich auf jeden Fall auch ein bisschen aus. Da wurde ich doch schon mal getroffen. Dann aktivieren wir doch mal die Karte. Dann gucken, dass wir ihn vielleicht innerhalb der Karte noch down kriegen, was nicht klappt. Doch, was klappt. Okay, das Item ist ganz nett. Das macht deine Schussgeschwindigkeit, aber ich will jetzt was anderes. Oh, das ist zum Beispiel Tears und HP up. HP up geht nicht mehr, weil ich meine Lebensanzeige schon gesenkt habe. Das ist ein Devil Room. Wir gucken nochmal rein. Das war klar. Gut, jetzt werde ich sterben, weil ich diesen Boss einfach überhaupt nicht ab kann. Ich müsste mich jetzt ganz stark konzentrieren, um nicht getroffen zu werden. Naja, aber egal, ich werde jetzt ja eh bald sterben. Es ging mir ja auch nur darum, euch ein bisschen aufzuzeigen, was gibt es so für Tipps, die ich in The Binding of Isaac... Ich könnte jetzt natürlich noch einzelne Tipps... So, tot. Bin ich auch jetzt eigentlich eher blöd reingelaufen, ne? So, noch vielleicht noch etwas zu den Charakteren. Ihr solltet ganz schnell gucken, dass ihr die Challenge Nummer 6 absolviert. The Doctor's Revenge. Warum? Nun, erstens macht sie ziemlich Spaß, weil ihr eins der geilsten Items habt, das es überhaupt gibt, Dr. Fetus. Damit spuckt ihr Bomben. Was natürlich daran der Vorteil ist, ist, ihr müsst aufpassen, dass ihr euch nicht selber bebombt. Aber, genau, ihr könnt halt die Secret Rooms immer entdecken, weil ihr unendlich Bomben habt. Und die Blöcke sind euch nie im Weg. Und ihr könnt halt ganz schnell richtig coole Sachen finden. So, guck mal, hier habe ich zum Beispiel Raw Liver. Was ist das für ein geiler Anfang, bitte? Gleich zweimal HP dazu. Dann können wir hier mal reingehen. Was ist da? Oh, guck mal, zwei Soul Hearts. Dann gehen wir nach oben, bomben den Scheiß da weg. Also mit Dr. Fetus, man muss schon ein bisschen spielen können, weil man halt auch ein bisschen antizipieren muss. Aber wenn ihr diese Challenge halt geschafft habt, dann bekommt ihr die Möglichkeit, dass ihr super den Epic Fetus findet. Und Epic Fetus macht das hier, die Doctor's Remote. Also dieses geile Ding, wo ihr diese riesigen Bombendinger steuern könnt. Und das unendlich. Also das sind dann ist euer Schuss sozusagen. Und das ist mit das geilste Item, was es überhaupt gibt. Also vielleicht das stärkste Item. Auch ziemlich stark ist halt Mom's Knife, aber auch nur, wenn ihr The Mom's Knife mit guten Sachen kombinieren könnt. Aber Epic Fetus ist eigentlich mein Lieblingsitem im ganzen Spiel. Das würde ich sagen, das stärkste Item im Spiel. So, wir gucken uns auf den Boss an. Also, guckt euch auf jeden Fall als erstes mal diese Challenge an. Ihr lernt da sehr viel. Ihr könnt mit den Bomben könnt ihr rumgehen. Ihr könnt vor allem üben, die Secret Rooms zu finden, weil ihr halt, wie gesagt, unendlich Bomben habt. So, wir gehen mal einen runter. Es macht einfach gerade, es macht tierisch Spaß, mit diesem Dr. Fetus hier zu spielen. Und ihr müsst euch nicht so lange aufhalten mit den blöden Bossen, wie ihr gerade gesehen habt, und mit irgendwelchen... Ah, guck mal, da haben wir schon wieder den Secret Room gefunden, den normalen. Okay, ein Item, was uns aber nichts nützt. Das ist halt so eine, wie so eine Art Giftbombe, die ihr werfen könnt, aber ich habe ja unendlich Bomben. Ja, ja, ja. Es ist wirklich anstrengend, einige Erfolge zu schaffen in dem Spiel. Ich bin mittlerweile eigentlich so weit, dass wenn ich, dass ich Mom eigentlich immer besiege und eigentlich auch The Womp eigentlich immer schaffe. Aber ich habe dieses Spiel auch wirklich mehrere hundert Spielstunden gespielt. Ich kenne alles auswendig. Ich kenne alle Items, alle Karten, alle Trinkets, alle Interaktionen, alles auswendig. Ich weiß genau, was wann passiert. Und das ist halt das Wichtigste in diesem Spiel. Wissen. Deshalb guckt immer wieder auf diese Seite. Ich weiß, ich laber jetzt eigentlich mehr so immer wieder das Gleiche, aber ich spiele einfach nochmal hier ein bisschen zu Ende. Zack. Bam, 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 bam. Gibt's denn noch Tipps? Ach ja, was ihr als erstes machen solltet ist, da werde ich getroffen. Ah, das ist das Ding, wenn man halt nur so ein bisschen rumspielt. Da habe ich mich selber getroffen.
Das ist das, was ich meine mit man muss aufpassen. Ja, guck mal hier, weil hier können wir gleich wieder uns das Schlüsselchen holen. Und dann können wir da unten die Truhe aufmachen. Ah, ne verfolgt mich Bombe. Geh weg. Aber langsam müsste ich doch mal diesen... Da ist er, der Super Secret Room, ne? Ihr habt geguckt. Der ist wieder zwischen drei Dingern. In diesem Fall ist ein Shop nebenbei. Wie gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass es nicht so ist, aber es kann auch immer sein. Und der hier war halt neben einem einzelnen Raum. Ein Sacred Heart. Das ist der Fall, den ich meinte. Jetzt beschützt das Soul Heart, was vor dem Sacred Heart ist, bei einem... Oha! Die Kerze. Das ist eins der geilsten... das ist eins der geilsten Items, das es gibt. Ich kann es gerade leider noch nicht kaufen. Auch die Kerze. Ihr solltet als erstes erstmal die Mission spielen. Wie heißt das? Warte, ich probiere gerade mal was. Ich setze mal das Ding. Vielleicht habe ich ja Geld oder kommt Geld raus. Nee, ein Trinket. Das ist aber auch nicht schlecht. Das mit der, wo alle Räume dunkel sind, die Mission solltet ihr auf jeden Fall spielen, weil dann bekommt ihr The Candle. Und die Kerze, die ihr gerade gesehen habt, das ist ein ziemlich mächtiges Item. Das ist ein Benutzt-Item, was halt so ein Feuerdings nach vorne wirft, einen blauen, der halt ziemlich viel Schaden macht und vor allem durch die Gegner durchgeht. So, die Bosse sind nicht wirklich schwer, wenn man Dr. Fetus hat. Und was haben wir da? Oh, was ist da drin? Oh, Speed. Oh, ich liebe den Gürtel. Der macht einen so richtig schön schnell. Und wir gehen nach oben. Oh, Krampus. Ja, aber diesmal... So, wir machen mal Doctor's Remote. Ich liebe dieses Item. Und tot. Er gibt immer Lump of Coal. Der bringt mir in diesem Fall halt überhaupt nichts. Also das Spiel mit Dr. Fetus zu schaffen, ist wirklich überhaupt kein Problem. Ihr könnt halt da auch, das ist ganz cool, immer wieder diese Mission spielen. Diese Mission ist, aber das nehme ich auf jeden Fall, auch wenn jetzt ein Boss hier kommt. Wenn ihr erstmal Sachen freispielen wollt, ihr könnt ja auf diesen The Binding of Isaac Wiki genau gucken, was müsst ihr schaffen, um gewisse Dinge freizuspielen. Dann benutzt diese Mission, weil ihr halt immer diesen Dr. Fetus habt. Damit ist es so einfach, ziemlich weit zu kommen. Und damit könnt ihr halt erstmal gewisse Dinge freispielen. Bevor ihr dann die normalen Runs macht. Das ist nur so ein Tipp von mir. Benutzt ruhig diese Mission oder die Mission mit dem Spider-Dingsbums. Das sind echt coole Missionen teilweise. Das macht echt tierisch Bock. Schnell weghauen, damit ich hier durchkomme. Und spielt hier durch die Mission erstmal ein paar Dinge frei. Weil gute Items ist das Wichtigste, was es in diesem Spiel gibt. Wenn ihr keine geilen Items habt, dann könnt ihr auch nicht wirklich weit kommen. Das Beste, was mir jetzt eigentlich noch passieren kann, ist, dass ich irgendwie an Flugfähigkeit rankomme. Weil alles andere, was meine Schüsse verstärkt und so weiter, das brauche ich eigentlich nicht. Speed habe ich jetzt schon genug bekommen. Ich gehe da auf jeden Fall mal rein und guck, was drin ist. Eine Trollbombe. Boah, ist nicht so schlimm. Ich liebe diese Mission. Mit dem Fetus zu spielen ist so easy. Ich könnte jetzt auf jeden Fall locker Isaac damit besiegen, weil das Item einfach nur mächtig ist. Und weil ich halt ziemlich gut bin. Ah, Sacred Heart, schade. Ich dachte, ich kann euch mal The Rock zeigen. Ich liebe The Rock. Der bringt tatsächlich Schaden ordentlich dazu. Und halt aber auch deine Schussgeschwindigkeit um einen erhöht. Und das ist einfach nur geil, das Ding. So, alles... Oh, eine Fliege war noch da. Oh, was kriegen wir hier? The Ladder. Ach komm, die kaufen wir einfach mal. Vor allem, weil wenn ich sie nicht kaufe, taucht sie immer wieder auf. The Ladder ist auch ganz praktisch. Damit kann ich über hier zum Beispiel rübergehen. Ne? Baut mir eine Leiter. Habe ich mir den Schlüssel geholt. Oh, fliegen. Noch eine andere Sache. Ach ja, genau. Ich spiele auf jeden Fall jetzt so weit, dass ich euch das andere auch noch zeigen kann. Würde ich mal sagen. Das hätte ich fast vergessen. Das ist nämlich ziemlich wichtig. Es geht um die Gewinnspielräume. So, bis dahin spielen wir jetzt nochmal. Bis dahin kommentiere ich einfach mal so ein bisschen das Spiel. Bis ich euch dann noch die Item Room, diese besonderen Räume zeigen kann. Es gibt natürlich noch andere Sachen, auf die man eingehen könnte. Zum allem Möglichen könnte man irgendwas sagen, aber das sind so im Großen und Ganzen die wichtigen Tipps, die ich euch geben kann. Wir gucken nochmal, ob wir irgendwann mal hier den Super Secret Room finden. Ich hoffe, ihr habt mittlerweile verstanden, wo die sein könnten. Ne? Da grenzen sie dann nur an einzelne Räume an. Da schon wieder nicht, weil da grenzt es an zwei Räume an. Hier oben könnte einer sein. Okay. Manchmal ist es ziemlich fies. Wie gesagt, diese Secret Rooms, die grenzen ja immer an. Und manchmal kann es wirklich sein, dass, nehmen wir mal zum Beispiel hier, dass hier einer ist.
Normalerweise wäre der hier, weil er an drei Räumen angrenzt. Manchmal kann es aber sein, dass hier dieser Super Secret Room ist. Und dann grenzt ja der Raum hier auch an drei an. Aber das weiß man ja von vornherein nicht. Manchmal kann es so wirklich passieren, dass einem da ganz fiese Fallen gestellt werden und man die Secret Rooms gar nicht findet. Und irgendwie, Emero oder irgendjemand hat mal das Gerücht in die Welt gesetzt, dass wenn es diesen komischen Raum gibt, dass es dann kein Secret Room gibt. Das ist kompletter Humbug. Ich weiß nicht, wie dieses Gerücht entstanden ist. Irgendjemand hat das mal aufgeschnappt, aber es ist wirklich Quatsch. Da muss er ja da sein. Ach nee, hier geht er auch noch. Da ist er aber. Ja. Ja, das Item hasse ich. Das ist richtig kacke, das Item. Es gibt noch ganz, ganz viele Tricks, wie man halt gewisse Items ausnutzen kann. Ich kann ja mal so ein bisschen erzählen, was mir gerade mal so einfällt. Es gibt zum Beispiel ein Item, das heißt Item Martyr. Dieses Item sorgt dafür, dass wenn man getroffen wird, diese Benutzig-Items dort oben aufgeladen werden, um die Hälfte. So, und dann gibt es zum Beispiel das Yum Heart von Maggie. Dieses Yum Heart, das füllt euch einen roten Herzport wieder auf, der leer ist. So, und jetzt überlegt euch das Ganze mal. Boah, ich kann da gerade nicht weg, weil die blöde Pfütze da war, ist auch egal. So, boah, nicht da über die grüne Grütze laufen. So, jetzt kriege ich den Cube of Meat. Jetzt habe ich schon die weitere Stufe und wir gehen mal nach unten. Das heißt ja praktisch, dass, okay, die Glocken da draußen sind mir jetzt gerade mal egal. Da müsst ihr jetzt mit klarkommen. So, sterbt! Ich hasse diese Viecher, ich hasse diese grünen Kackviecher. Das würde ja heißen, dass wenn ihr getroffen werdet zweimal, ist euer Yum-Heart wieder voll aufgeladen. Das heißt, wenn ihr ihr habt damit praktisch unendlich Leben. Natürlich kommt ihr irgendwann dann in die, ich erkläre das nochmal, Item Martyr sorgt dafür, dass das Yum-Heart wieder aufgeladen wird, wenn ihr getroffen werdet. Das heißt, ihr seid so, ihr werdet getroffen, halbes Herz weg. Das Yum-Heart ist halb aufgeladen. Ihr werdet nochmal getroffen, ein Herz weg. Das Yum-Heart ist wieder komplett aufgeladen, ihr benutzt das. Und das Herz ist wieder aufgefüllt. Das ist ziemlich cool. Mal gucken, ob ich die Dinger da wegkriege, ohne den zu töten. Nö, war auch ein ziemlich schlechter Versuch. So, und das heißt, solange ihr nur ein Viertel verliert von eurem Leben, wenn ihr getroffen werdet, seid ihr unbesiegbar. Irgendwann kommt ihr natürlich in die schwereren Gebiete, wo die Treffer euch einen ganzen Treffer abziehen. Wenn ihr aber das Glück haben solltet, ihr bekommt The Wafer. The Wafer ist eines der geilsten Items, was es gibt. Das ist fast schon overpowered. The Wafer sorgt dafür, dass euch jeder Treffer höchstens ein halbes Herz abzieht. Das heißt, bekommt ihr Item Martyr, das Yum-Heart und The Wafer, seid ihr unsterblich. Ihr könnt mit einem einzigen Herz könnt ihr durch das ganze Spiel rennen. Ich hasse Greed. Jeder hasst Greed. Wenn der euch trifft, nimmt euch gleichzeitig Geld weg. Ich hasse das Vieh. Dann gibt es zum Beispiel Chocolate Milk. Ist eigentlich ein ziemlich beschissenes Kack-Item. Chocolate Milk sorgt dafür, dass ihr Schüsse aufladen könnt. Das Problem ist dann, ihr könnt nicht mehr gedrückt halten. Ihr müsst dann die ganze Zeit einzeln drücken und könnt die Schüsse... Das ist voll anstrengend. Wenn ihr aber Chocolate Milk zum Beispiel mit Mom's Knife kombinieren solltet, dann ist Mom's Knife gerade mal irgendwie dreimal so stark wie normal und es ist so schon. Das heißt, ihr könnt die meisten Bosse damit one-hitten. Dann noch eine der geilsten Sachen. Ihr müsst euch gerade nicht wundern. Ich spiele gerade einfach nur irgendwie, ne? Also mir ist gerade kackegal, ob ich getroffen werde. Also jetzt nicht euch wundern von wegen, was redet ihr da und spielt so schlecht. Ich blödel gerade nur irgendwie rum und achte nicht drauf, was ich mache. So, bevor wir in den Arcade Room gehen, will ich noch den Rest klären. Ich habe gerade Laune. Und den Super Secret Room haben wir ja auch schon gefunden. Und der normale Secret Room kann auch da sein. Ach, da links ist er wahrscheinlich. Habe ich noch gar nicht gesehen, die Stelle. So, mal gucken, wie schnell wegmachen hier. Ist da jetzt mal The Rock drin, auch wenn er mir nichts nützt? Nö, immer noch nicht. The Small Rock. So, und gleich gucken wir uns, wie gesagt, nochmal den Arcade Room an. Und das ist dann auch eigentlich der letzte Tipp, den ich euch so geben kann. Ja, übrigens, auch ziemlich geil, das sage ich euch gleich. Item Martyr ist sowieso ein so geiles Item, gerade mit dem D6 zusammen. Denn Treffer zählen auch, wenn ihr bei der Blutspendemaschine Blut spendet. Das zählt auch als Treffer, das heißt, da könnt ihr die Sachen halt auch immer wieder aufladen. Ja, wir gehen mal. Oh ja, Piep, hier. Christus. Blödes Vieh, ey, ich hasse diesen Boss. Vor allem, kennt ihr Bloat? Die blutige Version von dem, die schwere Version, das ist der absolut unfairste Boss, den es gibt. Der ist sowas von overpowered.
So, und wir gehen wieder zurück. Wir wollen uns ja um den Arcade Room kümmern. Und ich sehe gerade, hier kann auch der Secret Room sein. Und da ist er auch. Oh, das Eichhörnchen, das ist cool. Das nehmen wir mal, auch wenn ich ja das Spiel nicht zu Ende spiele. Das ist cool. Ich zeige euch mal, was das macht. Das macht sich so, zack, hier. Unicorn, wie die eine Karte. Chariot heißt die Karte. Gilt natürlich nur für den Raum. Ich wollte sie euch nur zeigen. Macht euch unbesiegbar. Ist ein ziemlich cooles Item. Das ist halt auch ziemlich fett mit Item-Mart hier. Wenn sich das immer wieder auflädt, wenn ihr getroffen werdet, könnt ihr ziemlich viel Schaden vermeiden, den ihr sonst bekommen würdet. So, jetzt gehen wir zur Blutspendemaschine. Eine der wichtigsten Sachen im ganzen Spiel, wenn ihr das Spiel wirklich gut überstehen wollt. Also der Arcade Room hat immer diese drei Sachen hier, ist klar. Was jetzt gerade ziemlich nervig ist, ist, dass der Typ, wenn das nicht klappt, macht ja Fliegen und das ist mit den Bomben ein bisschen schwer zu überwältigen. Ich versuche das dann immer mit meinem Cube irgendwie, die Fliegen zu treffen. So, hier können halt immer ziemlich, ihr müsst hier echt spielen ohne Ende. Ihr müsst hier echt viel Zeit verbringen, weil hier sind halt diese wichtigen Items drin. Ihr braucht Bomben. Ich brauche jetzt gerade keine Bomben, weil ich Dr. Fetus habe. Aber ihr braucht Bomben, ihr braucht Schlüssel, ihr braucht die Pillen, die da rauskommen. Ihr solltet übrigens als erstes auf jeden Fall Kane freispielen. Ich empfehle wirklich, Kane hat zwar ein weniger Leben als Isaac, aber Kane hat den. Oh, guck mal, ich kriege sogar das Fly Love von dem Typen. Jetzt greifen mich Fliegen nicht mehr an. Kane hat den Vorteil, er ist sehr schnell von Anfang an und er hat Lucky Foot. Und Lucky Foot, der sorgt dafür, dass die Pillen nicht mehr schlecht sein können für dich und das ist ziemlich geil. So, die Blutspendemaschine. Warum ist die Blutspendemaschine so wichtig? Gut, sie gibt dir Kohle ohne Ende. Ich verbrate hier eigentlich immer so gut wie alles, was ich an Herzen habe, denn ich will immer ein gewisses Item haben. Eins der besten Items im ganzen Spiel. Ich hoffe, es kommt, damit ich euch das zeigen kann. Ja, The Blood Container. Dieser Blood Container hat ganz, ganz viele Vorteile. Zum einen gibt er euch ein Geschwindigkeit Plus. Er gibt euch einen Herz Container Plus. Und das Wichtigste seht ihr jetzt, er füllt eure kompletten Herzen wieder auf. Und da könnt ihr Spielchen mittreiben ohne Ende. Ich hau echt immer alles bis nach unten in der Hoffnung, es kommt ein Herzcontainer. Denn erstens seid ihr schneller. Ihr könnt viel besser ausweichen dem ganzen Scheiß, der noch so kommt. Ein Herz dazu ist auch immer super wichtig. Aber vor allem könnt ihr damit halt Spielchen treiben. Immer mehr Herzen opfern, immer mehr Herzen opfern. Wenn ihr das wirklich mal schaffen solltet, auf einem Flur eine Herzspendemaschine zu erstellen und einen Herzcontainer. Es gibt ja eine Karte, die erstellt eine Herzspendemaschine. Wenn ihr die hinstellt und ihr schafft es, da ein Blood Container rauszuholen, könnt ihr ja an der anderen Blutspendemaschine alle Herzen leerballern, euch da wieder auffüllen und weiter verballern. Das heißt, ich habe jetzt richtig schön viel Kohle, ich habe ein paar andere Items dazu bekommen, habe alles wieder aufgefüllt. So sorgt man halt dafür, dass man einen Run irgendwie zustande bekommt, der auch ohne Pille. Na, die gucken wir uns gleich mal an, nachdem ich hier. Die ganzen Fliegen machen schon für mich die Arbeit. Na komm her, stirb. Doch ja. Gut, das war noch das, was ich zum Spieleraum sagen wollte. Verbringt ruhig viel Zeit im Spieleraum, das lohnt sich auf jeden Fall. Man kann natürlich das Geld auch für die Item Rooms irgendwie aufsparen. Ich persönlich gebe das eigentlich lieber immer in diesen Item Rooms aus, in diesen Spielmaschinen aus. Na, was macht die Pille? Telepill. Teleportiert mich zum Boss. Das ist ja witzig. Oh, jetzt kriege ich Little Gish. Das war. Naja, egal, wie gesagt, ich spiele gerade nur noch ein bisschen rum. Das waren so die Tipps, die ich euch geben konnte. Wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Item-Interaktionen, ob man das machen sollte oder wie man gewisse Erfolge am besten schafft, dann fragt mich da gerne. Ich versuche da mein Möglichstes zu tun. Wie gesagt, ich habe das Spiel jetzt zu 100% durch. Ich habe alle Erfolge geschafft, alle Challenges geschafft. Aber es ist halt im Großen und Ganzen echt einfach nur Erfahrungssache. Wenn man erstmal alle Bosse kennt und alles kennt, ist es absolut kein Problem. Oh, wir haben einen Eternal Room. Was gibt's da? Scapula. Naja. So, bringt mir ein paar mehr Superherzen. Oh, da machen wir doch gleich mal alles weg. Ich könnte jetzt schon wieder stundenlang spielen. Ach, guck mal, wir sind ja schon in The Death. Die schwierigsten Erfolge im Spiel. Also für mich der schwierigste Erfolg war, in dieser Welt hier nicht getroffen zu werden, also in The Depth nicht einmal getroffen zu werden, weil man einfach
weil es teilweise einfach echt Räume sind, wo ganz, ganz viele Gegner drin sind. Also wirklich viele Gegner. Und es ist nicht schwierig, diesen Raum, diese Welten zu überstehen. Weil die meisten Gegner machen halt nur ein halbes Herz Schaden. Aber es ist halt verdammt schwierig, nicht getroffen zu werden in diesen Räumen. Gerade wenn du mal Räume hast, wo echt alles voll mit kleinen Pissgegnern ist, die machen dir nicht viel Schaden, aber sie treffen dich und der Erfolg ist damit futsch. Darkborn nennt sich der Erfolg, das war für mich der letzte Erfolg, den ich hatte, der mit Abstand schwerste Erfolg, den ich machen musste und war einfach nur die Hölle. Man kann da wieder auch ein bisschen tricksen, man kann sich zum Beispiel, wenn man das Glück hat und man bekommt die Schaufel, dann kann man ja schon mal die erste Ebene damit überspringen. Dann, wenn man noch das Glück hat und man bekommt die Emperor-Karte, dann kann man auch gleich die zweite Welt überspringen und sich direkt zum Boss teleportieren. Ich möchte bitte nochmal darauf hinweisen, ich gucke gerade überhaupt nicht drauf, was ich für Schaden kriege, weil es einfach kackegal ist, ja. Ich laufe hier einfach irgendwie nur rum, lass mich treffen, blablabla, weil ich reden möchte. Nicht, dass ihr gerade denkt, was macht der Typ da? Aber ich habe auch so viele Herzen. Oh, The Polaroid. Ja, das kriegen wir ja von Mutter eh noch später. Das brauche ich jetzt ja noch nicht. Oh, mit The Polaroid gibt es auch ganz, ganz nette Kombos. Dass man auch mit dem Polaroid kann man sich auch fast unsterblich machen, wenn man da ein bisschen rumtrickst. Oh, der One-Up-Pilz, der ist auch heftig. Sollte ich jetzt sterben, werde ich komplett mit allen vollen Herzen wiederbelebt. Okay, jetzt kann ich erst recht kompletten Blödsinn spielen. Eine Pille, was macht die? Friends till the end. Ja, das ist ganz nett. Aber ich hatte noch nicht einmal eine der wirklich geilen Pillen. Die geilste Pille ist natürlich Tears Up. Beste Pille im Spiel. Auch ziemlich geiles HP Up. Aber, ja. Immer wenn ich die Tears Up Pille finde, dann denke ich schon, yes! Geile Scheiße! Na, wir haben ja noch nicht mal den Secret. Und da bin ich schon intuitiv nach ausgewichen, weil ich genau wusste, was passiert. Das ist einfach alles Erfahrungssache. In diesem Spielchen. So eine Räume, meine ich. Stellt euch mal vor, ich hätte nichts Skatoll. Und es kommen auf einmal 100.000 Fliegen auf dich zu. Wie schwierig ist denn das, da dann bitte nicht getroffen zu werden? Klar machen die dir nicht viel Schaden. Meistens machen sie dir irgendwie, verlierst du dann mal ein halbes Herz oder so. Aber sie treffen dich und dein Erfolg ist im Arsch. Ich hasse diesen Erfolg. Tja. Oh, geil. Das ist geil. Curved Horn. Gibt Schaden dazu. Und vor allem gibt Geschwindigkeit dazu. Ich liebe Geschwindigkeit. Nichts. Ich finde es nichts schlimmer, als so langsam durch die Welt zu puppeln. Also Geschwindigkeit und Tears Up sind für mich immer die wichtigsten Sachen. Ich kriege die Krise, wenn ich langsam feuere. Und ich kriege die Krise, wenn ich langsam durch die Gegend schleiche. Na komm, stirb. Du stirbst auch. Oh, da bin ich ja schön in den Schuss wieder. Ach, ist halt egal. So, wir gucken mal, was gibt. Oh, da ist es! Item Art hier. Ich kann es euch sogar zeigen. Das ist das genialste Item, was es irgendwie gibt. Okay, jetzt spielen wir erst recht ein bisschen weiter. Item Art hier. Ist so geil. Oh, der Super Secret Room. Oh, geil. Ich liebe das Ding. Vielleicht, ich kann euch ja mal das beste Trinket zeigen, was es gibt. Es wirkt leider nicht, wenn man, ja, wenn man die Bombenfähigkeit hat. Oh, das ist auch geiles Item, das nehme ich, Crystal Ball. Warum das so genial ist, das zeige ich euch mal, wenn ich in The Womp bin. Okay, ich würde sagen, wir laufen einfach mal darüber. Ist ja alles egal jetzt. Ich kriege ja hier wieder ein neues Herzchen dazu. Den Boss haben wir ja schon tot. Und dann gehen wir hier mal runter. The Crystal Ball ist deshalb ziemlich fett, weil zack, bumm, zeigt mir die ganze Welt und gibt mir immer noch irgendein Item dazu. Ich liebe Crystal Ball. Vor allem mit Item Art hier bedeutet das jetzt, wenn ich getroffen werden sollte, lädt er sich auf und ja, macht mir im besten Fall gleich wieder ein Dingsy Bumsy. So. So, jetzt kommt nämlich eine witzige Sache. Ihr seht das, ich spende Blut, ich benutze mein Item, ich kriege eine Karte. Ich spende, ich werde getroffen, ich benutze mein Dingsbums. Ich bekomme eine Karte. So kam... Oh, die Emperor-Karte. Ziemlich nice. Ich spende. Ich benutze. Ich kriege eine Karte. So kann man halt... Ey, es ist so geil, dieses Item-Art hier. Und was kriege ich? Ein Herzchen. So kann ich halt immer wieder diesen Crystal Ball benutzen. Und kriege immer wieder so ein blaues Herzchen dazu. Und wenn jetzt halt gleich tatsächlich... eine Bloodbag auftauchen sollte, dann habe ich aber ordentlich was dazu bekommen.
Und wieder ein blaues Herzchen. Und eine Karte. Temperance. Ich habe es euch vorhin noch erzählt und jetzt taucht das Ganze wirklich auf. Jetzt habe ich zwei Blutspendemaschinen auf einem Räumchen. Ich benutze und ihr kriegt ein blaues Herzchen. Zack, zack, zack. Benutze und eine Karte. Was bringt die Karte? To the Moon. Quatsch, to the Moon. Jetzt kann ich mich in den Secret Room teleportieren. So, jetzt habe ich 58 Kohle. Ganz, ganz viele blaue Herzen da vorne als Puffer. So, und jetzt gebe ich die Kohle erstmal aus hier in diesen coolen Sachen hier. Übrigens, man kann, nur mal so am Rande, man kann jetzt immer noch Blut spenden. Man stirbt dann nicht. Dann wird halt der Schaden auf deine blauen Herzen verteilt. Was war die Pille nochmal? Friends till the end. Komm, die aktivieren wir mal, damit sie nicht mehr im Weg liegt. Was haben wir hier noch? Irgendeine Karte war doch zu benutzen. The Empress brauchen wir nicht. Die benutzen wir mal, damit sie nicht im Weg liegt. Genau wie The Chariot. Die benutzen wir auch mal, damit sie nicht im Weg liegt. Im Moment die beste, die Emperor-Karte ist eh eine der besten Karten in-game. Wie gesagt, die teleportiert dich direkt zum Boss. Was halt ziemlich wichtig ist in späteren Ebenen, wo man halt die ganze Ebene nicht mehr so spielen möchte. Sondern halt nur noch den Boss besiegen möchte. Denn ab The Wom, das wissen ja vielleicht einige, gibt es keine Item Rooms mehr. Also diese Räume, wo ihr ein Item bekommt, die gibt es nicht mehr. Und es gibt auch... Moment mal. Ach ja, klar, ich habe jetzt auch keine Item Rooms, weil ich ja die Challenge mache. Es gibt keine und auch keine Kaufräume mehr, keine Shops, die gibt es auch nicht mehr. Das heißt, ihr bekommt wirklich nicht mehr wirklich viele Items dazu, außer ihr findet die Secret Rooms oder andere Sachen. So, jetzt habe ich wieder Herzen durch die Slot Machines dazu bekommen. Und jetzt kann ich wieder einmal Blut spenden. Ja, wieder Kohle. Und so kann man halt wirklich das Spielchen treiben. Es ist für einige wahrscheinlich echt anstrengend, weil man echt teilweise hier eine halbe Stunde in diesen Räumen verbringen kann, wenn man viel Kohle und viele Herzen hat. Und wenn die Dinge nicht explodieren. Aber es ist halt einfach nur ziemlich wichtig und das ist einfach nur ziemlich episch, wenn du das schaffst, diese ganzen Dinge zu kombinieren und hier voll abzugehen. Und vielleicht findet, wenn man Power is Money findet, das ist ein Item, das gibt dir Schaden dazu für jede zehnte Münze, die du hast. Das heißt, jetzt würde ich nur noch zwei Schaden dazu bekommen, aber auch zwei Schaden dazu ist schon ziemlich fett. Ich habe ja wieder ein Herz bekommen. Ich kann wieder einmal Blut spenden, kann wieder mein Crystal Ball benutzen, wieder ein blaues Herz dazu bekommen. Habe wieder Kohle bekommen und kann das Geld weiter hier in den Slot Machines ausgeben. Immer schön Geld ausgeben. Ding, ding, ding. Und ein Herzchen, da können wir wieder Blut spenden. Jetzt könnte aber echt langsam mal Bloodbag kommen, finde ich. Oh, eine Pille. Was macht die Pille? Balls of Steel. Auch eine geile. Jetzt habe ich nochmal zwei blaue Herzen dazu bekommen, was man hier ja schon gar nicht mehr sieht. Oh, ein ganzes Herz. Da können wir wieder zweimal Blut spenden. Oh, jetzt können wir wieder ganz viel Blut spenden. Ich aktiviere den Crystal Ball für eine The Lovers Karte. Die aktivieren wir doch gleich, kriegen Herzchen dazu, gehen Blut spenden. Ah, Blood Ivy. Das kann halt auch dabei rauskommen. Ist an sich auch ein ziemlich geiles Item, weil man da auch ziemlich viel krassen Shit mit kombinieren kann. Das Problem ist, wenn ich ab jetzt Blut spende, wird der Crystal Ball nicht mehr aktiviert. Deshalb mache ich jetzt hier oben weiter Blut spenden. Crystal Ball, eine Karte, The Hierophant. Auch ziemlich fett, gibt zwei blaue Herzen dazu. The Bloodbag! Wie geil. So, und jetzt mache ich natürlich Blutspenden mit dem Bloodbag. Hier noch ein kleiner Tipp für euch übrigens, der ist sehr, sehr wichtig. Gerade wenn man das kombinieren möchte mit anderen Items. Wenn man den Blood, die Blood-ID benutzt, ja, ihr müsst jetzt nicht warten, sondern ihr könnt, während ihr praktisch blinkt, zweimal klicken. Also klick, klick und verliert dabei praktisch nur einmal Herzen. Ja, und jetzt, wie man sieht, habe ich wieder ordentlich Herzen dazu bekommen. Ein paar kleine 5 Herzchen dazu. Und so kann man halt immer wieder seine Spielchen mit diesem Bloodbag... Ach du Scheiße! Jetzt geht sie aber ab. Das ist ein Dollar. Das heißt, ich kriege, wenn ich das nehme, habe hier 99 Cent dazu. Also ziemlich viel Kohle.
Gut, jetzt könnte man natürlich noch hier das ganze Geld in das Vieh verbraten und Items absahnen ohne Ende, aber das brauche ich nicht mehr wirklich. Deshalb würde ich sagen, ein Schlüssel war jetzt okay, Schlüssel ist noch ganz cool. Ich nehme jetzt den Dollar, bin hier raus, nehme mir meine Emperor-Karte noch mit und lasse das Räumchen Räumchen sein. Und gucken wir uns den mal an. Ja, eine Slot-Maschine. Die machen wir sogar mal kaputt, einfach so, weil es witzig ist. Ein Herzchen. So, jetzt, okay, wir wollen noch wissen, was im Shop ist, weil ich bin neugierig. Vielleicht kann ich euch ja noch irgendein cooles Item zeigen. Boah, die schießen noch, obwohl schon längst Schluss ist. Ist ein ziemlich cooler Mann, macht ziemlich Bock. Ach ja, ich weiß noch, als ich die ersten Male The Binding of Isaac gespielt habe, ich war so komplett überfordert. Ich wusste nicht, wo links und rechts ist. Oh, die Art. Oh, geil. Guck mal. Herzen verdoppeln. Ich liebe diese Special-Karten. Ja, jetzt sind. Ah, ich hänge in der Ritze fest. Da kam mir die Leiter in die Quere. Und was kriegen wir? Ich hätte jetzt gedacht, wir kriegen Greed. Okay, natürlich kaufe ich das. Natürlich kaufe ich den. Was haben wir hier an Pillchen? Telepill wollen wir nicht. Okay, was bringt uns die Pille? Puberty, ja, also nichts. Ist eine Nullpille. Tears Up ist ansonsten die geilste Pille, die es irgendwie gibt. Jetzt nützt es mir natürlich nichts, weil ich kann dann nicht schneller Bomben feuern als ich schon. Gut, jetzt blinkt mir das blöde Facebook dazwischen. Die Gegner hasse ich auch, Alter. Da ist es so einfach, mal von denen getroffen zu werden. Und tot. Oh, war auch ein Nullraum. Gut, und ich habe auch mittlerweile, würde ich sagen, lassen wir es auch mal. Ab und zu können wir ja mal gucken mit den Secret Rooms, ob wir was finden. Also die Super Secret Rooms, den Secret Room haben wir ja schon. Probieren kann man es ja trotzdem, aber ich werde jetzt nicht die komplette Stage durchspielen. Oh, wir haben Glück. Und was kriegen wir? Ein Sacred Heart. Das nehmen wir auf jeden Fall. Denn bis das weg ist, da muss schon einiges passieren. Da wir ja noch gefühlt 20 blaue Herzen vorher noch da stehen haben. Ja, da gucken wir mal, was da drin ist. Crystal Ball aktivieren für eine The Fool Karte, die wir nun wirklich nicht brauchen. So, und ich habe das ja schon gesehen, dadurch, dass ich Crystal Ball benutzt habe, das übrigens den gleichen Effekt hat wie The Compass. Das ist einfach so wichtig, dass ihr eine von diesen Fähigkeiten habt, spätestens ab The Womp, weil ihr einfach damit ganz, ganz viele Räume, die ihr sonst gar nicht begehen müsstet, die könnt ihr damit überspringen. Oh, wir haben nochmal eine Temperance-Karte. Das ist natürlich, ab geht's. Ich brauche jetzt nicht das Geld. Oh, ich muss die Karte benutzen. So. Aber genau wie eben, ich kann ja jetzt wieder reinballern ohne Ende. Ich kann wieder meinen Crystal Ball benutzen, wieder unendlich viele blaue Herzen dazu abstauben. Und vielleicht haben wir Glück und es erscheint gleich ein IV-Bag. Guck mal, ich krieg blaue Herzen ohne Ende. Ich will gar nicht wissen, wie viele Herzen ich da oben schon habe. Das könnte ja fast meinen Rekord vom Einmal brechen, wo ich echt, ich glaube, insgesamt 25 Herzen hatte. Und das fand ich schon viel. The Hero Fan. Ach du Scheiße. Ich würde sagen, wir testen das am Ende dieses Runs mal aus. Wie viele Herzen ich hier wirklich hatte, ey. Aber das ist halt so ein Run, das sieht jetzt halt ziemlich fett aus alles, aber das klappt bei mir eigentlich relativ oft, weil ich halt weiß, wie man dann das Ganze... IV-Bag! Yeah, Blood-Bag! Ich könnte so abfeiern, wie genial ist das denn? Es läuft so episch. Ich gehe mal zu diesem Gegnerchen hier rein, einfach weil ich wissen möchte, ob er vielleicht ein kleines Item braucht. Ne, eine Kiste, was ist da drin? Kohle. Ganz wichtig, Kohle. The World ist eine verdammt geile Karte. Die ist immer ganz wichtig, denn die brauche ich jetzt gerade nicht. Aber wenn man sie aktiviert, dann zeigt sie einem halt die ganze Welt. Und das ist halt, das ist eigentlich ziemlich cool. Weil wie gesagt, später ist es halt verdammt wichtig, genau zu wissen, was einen wo erwartet. Ja, achso, brauche ich ja gar nicht. Aber die Herzchen kann ich ja aufsammeln. Und, was haben wir jetzt? Ach ja, klar. Da keine Überraschung was. So, ich versuche den Schaden hier möglichst an die Seite irgendwie zu heilen. Weil sie selbst zu erwischen mit den Bomben ist immer ein bisschen schwieriger. Aber wenn man halt die Seiten attackiert, zählt das ja genauso. Wir holen uns das blaue Dingsbums da. Ist jetzt eigentlich alles ganz chillig. Einfach ein paar Bomben umherwerfen. Irgendwann wird man sich schon erwischen. Ihr einfach ausweichen. Der Mahnkampf ist es gar nicht so schwer, wie man so denkt. Es gibt da auch so ein kleines Trickchen, das man benutzen kann.
erstens immer auf den Fuß achten, nicht so wie ich da jetzt reinlaufen, aber ich wollte die Dingsbums aktivieren, damit ich dann damit ich es benutzen kann. Ne? Einfach immer ihr ausweichen und vor allem versucht, nicht so wie ich an den Rand zu gehen. Ich habe es jetzt extra gemacht, weil dann kann das sein, dass diese Dinge euch erwischen. Versucht irgendwo in der Mitte immer auszuweichen und vor allem versucht, sie selbst die Kreaturen kaputt machen zu lassen. Das heißt, wenn ihr die Sachen habt und ihr wisst nicht, wie sollt ihr die denn alle so schnell töten, dann versucht die in die Nähe und versucht da in die Nähe zu gehen und versucht den Fuß von der Mutter die kaputt stampfen zu lassen, wisst ihr? Dann noch eine Sache. Falls ihr euch mal wundert, warum werdet ihr am Ende getroffen, wenn Mom tot ist? Wenn Mom stirbt und ihr kriegt den Schaden nicht auf den Fuß, sondern an die Seite, ich zeig euch das mal. Ungefähr. Jetzt ist da gar keiner. Wenn ihr die Mutter halt tötet durch eine der Sachen am Rand, so wie jetzt, dann werdet ihr einmal getroffen. Ihr habt das, glaube ich, gesehen, oder? Gut. Oh, ich kriege schon wieder ein Leben dazu. Jetzt ist es sogar so weit, dass meine roten Herzcontainer schon nicht mehr alle sichtbar sind. Gut, The World brauchen wir nicht wirklich. The Emperor. Ich habe jetzt die Polaroid-Karte, die nehme ich deshalb mit, weil man die später für The Chest noch braucht. Okay, und jetzt sind wir nämlich in The Womb. Ab jetzt gibt es keine... Oh gut, ich hatte sowieso keine Item Rooms. Aber ab jetzt gibt es auch in normalen Runs keine Item Rooms mehr. Das heißt, ab jetzt zählt eigentlich nur noch eines. Kommt zum Endboss. Hier gibt es zwar auch manchmal noch nützliche Räume, aber im Großen und Ganzen ist die Devise, ab zum Endboss. Haltet euch nicht lange mit irgendwas auf. Versucht, wie ich jetzt, irgendwie herauszufinden, wo es möglichst schnell zum Boss geht. Guck mal, hätte ich diese Karte nicht gehabt, diesen Ball, dann wäre ich jetzt erstmal dahin gelaufen. Wahrscheinlich sogar noch dahin. Hätte unnötig viel Schaden kassiert. Ja, ganz viel Kohle, Wahnsinn. Und wäre wahrscheinlich öfter mal getroffen worden und das hätte mir nur meine Chancen irgendwie vermiest. Was ihr auch übrigens machen könnt, das ist so ein kleiner Trick. Ihr könnt manchmal versuchen, durch Secret Rooms andere Sachen zu überspringen. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, stell ich mal vor, ihr seid hier, ja? Und da ist ein Secret Room. Und ihr könnt praktisch, wenn ihr da jetzt den Secret Room reingeht, da wieder rausgehen und habt diesen Raum übersprungen. Und teilweise kann man echt, stellt euch mal vor, hier ist der Boss. Und ihr findet hier ein Secret Room, und zwar da. Und geht da wieder raus. Dann habt ihr 1, 2, 3 Räume übersprungen. Und Räume überspringen ist das... Nein, nicht den Bäcker kaputt machen! Das war jetzt ein Reflex. Scheiße, die geben einem normalerweise geile Items. Das war doof. Nee. Das war auch doof. Es ist so völlig egal. Ich habe sogar noch den One-Up-Pilz, der mich mit was weiß ich wie vielen Herzen wiederbelebt. Hat jemand mal mitgezählt, wie viele blaue Herzen ich gerade tatsächlich irgendwie dazu bekommen habe? Huch, ich habe eine Bombe gelegt. Hab ich gar nicht mitbekommen. Dann aktivieren wir doch mal das Bällchen. Na gut, also ich versuche dann aber jetzt mal trotzdem The Tower. Das ist eine ganz coole Karte. Na gut, aber ab jetzt wird es ja schon ein bisschen kniffliger. Dann versuche ich mich jetzt mal ab jetzt ein bisschen zu konzentrieren. Und nicht nur Blödsinn zu machen. Ab jetzt ist das Problem, wenn du hier durchgehst, verlierst du zweimal zwei komplette Herzen. Und das ist es mir im Moment vor allem nicht mehr wert. Da ich ja eh schon alles habe. Es leckt auch gerade ein bisschen. Ich weiß auch nicht warum. Schön viel Schaden mit Dings austeilen. Kaputt machen die Kacke da. Und sogar noch ein Herzchen dazu. Und wir gehen rein. Loki. Das ist auf jeden Fall einer eher der angenehmeren Gegner. Bloat ist immer so ein bisschen der Hassgegner. Und schon tot. Und schon wieder ein Herzchen dazu. Und wir gucken mal, was der Teufel von uns will. Das ist Spirit of the Night. Her damit. Und eine Karte. The Magician. Das ist die dämlichste Kackkarte. Spirit of the Night. Ich habe Flugfähigkeit und meine Tränen sind eigentlich jetzt transparent. Sie gehen durch Gegenstände durch. Dieses Item ist eine Falle. Dieses Item bedeutet, dass du 9 Leben hast. Aber dieses Item setzt deine Herzcontainerzahl auf 1. Das heißt, würde ich dieses Item jetzt nehmen, wären alle meine Herzcontainer weg. Ich hätte noch einen einzigen Herzcontainer. Nehmt das Item nicht. Außer, ihr habt eh schon wenig Herzcontainer und es tut euch nicht weh. Und ihr habt ganz viele Soul Hearts oder so. Ansonsten nehmt das Ding wirklich nicht. Vor allem, es bringt halt einfach nichts. Es belebt euch nämlich, solltet ihr sterben, mit einem einzigen Herzcontainer wieder.
ganz im Ernst, das ist eigentlich für mich mit eins der nutzlosesten Items im ganzen Spiel. Was nützt es mir denn, in einer bockschweren, arschschweren Welt mit einem Herzcontainer wiederbelebt zu werden? Da kann ich das doch gleich alles knicken. Das ist, ich weiß nicht, einige finden das Item cool. Es gibt auch diese eine Mission, wo du mit dem Ding anfängst, aber ich hasse das Item. Gut, jetzt müssen wir mal kurz warten, dass ich Crystal Ball aktiviert kriege, damit ich weiß, wo ich überhaupt... Oh, ein Sacred Heart. Damit ich überhaupt weiß, wo ich hin muss. Guck mal, ich kann fliegen, ich kann mich hier verstecken. Und die Dinger werden mich nicht treffen, deshalb ist Flugfähigkeit so wichtig. Man ist nicht mehr limitiert auf das, was einem das Spiel an Bewegungsmöglichkeiten gibt. Man kann überall hingehen, man kann sich überall frei bewegen. Und deshalb ist Flugfähigkeit mit das Wichtigste, was du im Spiel überhaupt irgendwie haben kannst. Und deshalb habe ich da auch gerade sehr gerne, sehr, sehr gerne zwei Herzen für geopfert. Vor allem, da ich eh genug habe. Zack, tot. Und stirb doch. Geil, sogar meine Bomben sind transparent. Das wusste ich gar nicht. Die gehen da jetzt auch durch. Kann jetzt endlich mal Crystal Ball aktiviert werden? Ich könnte natürlich mehr getroffen werden, so wie jetzt. Dann klappt das. Ja, war nicht so gut gespielt von mir. Aber ich habe tatsächlich sogar Glück. Ich bin eh schon am Boss. Ich bin richtig gelaufen. Gut, das ist der zweite Endgegner. Das Herz von Mom. Erstmal muss man natürlich diese Kackaugen wegmachen. So, und jetzt geht's ab. Mit Dr. Fetus ist das hier einfach nur ein Witz. Du legst einfach nur Bomben hin, du tötest die kleinen Gegner, die da auftreten. Diese Mini-Bosse sind natürlich auch kein Problem mehr. So, tot ist er. Und weiter bombardieren das Ganze. Meistens tötest du die kleinen Viecher, die da ankommen. Das ist übrigens ein wesentlich einfacherer Boss als, als Mom an sich. Weil du hier einfach dich komplett konzentrieren kannst. Du hast die Gegner ganz in Ruhe, die du besiegen kannst. So. Warum kann ich nicht weitergehen? Das stimmt doch was nicht. Normalerweise müsste ich jetzt in den Himmel kommen können. Und dann in die Hölle zu Satan. Warum kann ich nicht in den Himmel? Aber ich habe doch das Polaroid. Kann ich jetzt etwa schon in the chest? Das testen wir mal. Nee, das Spiel ist vorbei. Ich hätte noch in die Hölle zu Satan gehen können. Schade, eigentlich wollte ich jetzt das komplette Spiel durchspielen. Na gut, das war's. Also, ich gehe nochmal auf... Das sind die Charaktere, die halt verschiedene Startbedingungen haben. Maggie ist ein sehr geiler Charakter, weil, wie gesagt, sie hat 5 Herzen, hat das Yamhart. Da können sich sehr, sehr geile Sachen ergeben, gerade wenn ihr mit ihr Herzen opfert für ziemlich geile Items im Devil Room. Kane ist mein Liebling. Er ist verdammt schnell, er macht gut Schaden am Anfang, er hat den Luckfoot. Es gibt keine schlechten Pillen mehr für euch. Judas ist ziemlich genial, aber nur für Leute, die das Spiel drauf haben. Er hat nur ein einziges Herz. Er macht dafür sehr viel Schaden und hat das Book of Belial, womit er gerade die ersten Bosse total abgehen. Aber er hat, wie gesagt, nur ein Herz, mit dem muss man spielen können. Eve ist der beschissenste Charakter, die macht überhaupt keinen Schaden und hat total nutzlose Items. Du kannst mit ihr... Kannst du tricksen, und zwar kannst du Whore of Babylon zwar benutzen, wenn du es halt schaffst, viele Soul Hearts aufzubauen und ihr normales Herz auf ein halbes zu senken. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr nervig. Er ist natürlich verdammt schwer, weil er hat nur Soul Hearts. Mit ihm ist es verdammt auch nur jemand, der das Spiel wirklich kann. Samson wirkt cool, aber das Problem ist, er hat halt auch echt wenig Leben und er bockt irgendwie einfach nicht. Er hat nämlich schlechte Schussgeschwindigkeit. Also Isaac macht Bock, Maggie und Kane und für mich persönlich Judas, aber dafür muss man das Spiel gut kennen. Besorgt euch Kane, wie man den freischaltet, findet ihr auf den Websites, die ich euch gegeben habe. Ja, und dann probiert einfach immer wieder das Spiel. Guckt euch an, was machen welche Items, was kann ich kombinieren und so weiter. Und ich hoffe, dieses kleine Tutorial, auch wenn es jetzt sehr lang war, hat euch irgendwie gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Tricks zeigen, wie man das Spiel gut angehen kann. Und wir sehen uns irgendwann mal wieder. Ciao!